Auf geht's ins Hintertürchen der. Na, warte mal. Nee, mach ich gleich an. Herzlich willkommen erstmal zurück. Okay, ich mache erst den Fernseher an. Public Access. Public Access. Illuminati, nicht sofort. Oh. Okay. Cooking with Massimo. Massimo, zeig mal, was das. Welcome back to Cooking with Massimo. Have you ever come home from a work and found yourself stuck to what to have for dinner? Yes, sir. Today, I've been asked to cook with ingredients you found around the house. No pancetta, okay? That's crazy. Let's see what we have here. We have minced meat. We have tomato sauce. We have mushrooms. We got the bread too. And a packet of pre-made pasta. Well, that's exciting. Oh, look here. Almost forgot the garlic. Okay, today we're gonna make some kind of rolled meat, a meat log, if you will. Let's start the cooking off of the meat. Lightly oil the pan. And set your stove to medium heat. Now, with the meat, you throw it in, slap it in here. Oh, ich werde gleich steht neben mir jemand. If you like, you can add some salt and the spices. But they gave me a nothing. I'm a surprise they even gave me a saucepan. Ist das der Entwickler? You know what? I'm not cooking with this packet of pasta. It can go straight in the bin. Das Fleisch ist nicht mal fertig. This meat's looking good right now. Nein. Noch hoch. A timer for the sugo. And some fungus. Stir this around and let it simmer. Now, let's see. Ah, that's right. While it simmers, we gotta prepare our bread. What do we want is a nice pocket. And now we put the meat inside. Oh, ma tu guarda, I forgot the garlic. Oh well, you get the idea. Okay, let's assemble this masterpiece of culinary delight. Here we have it, a meat roll. Eat it roll? I know eat it roll. You eat it roll. Und das war Lernen, Kochen lernen mit Massimo. Public Access. Nein, nochmal will ich das nicht gucken. Das muss man sich nicht nochmal anzünden. So, Gut. Friday, June 4th, 4:15 p.m. Oh, it's Mike here. I got a message earlier asking about changing the code to your security door. All you need to do is enter the code, follow the steps I told you on the day I installed it. I wrote the code on the back of my business card. If you have any problems, call me during business hours and I'll be happy to walk you through it. Thanks. It's Mike. Mm-hmm.
Ja, es. Mein Greifung und den Code zu ändern. Ja. Auf seiner Business. Business Card. Müsste in der Küche liegen. Wo ist denn seine Visitenkarte? Wo war die denn? Nee, das war sie nicht mehr. Nee, das. Auf der Rückseite hat er ja gesagt. Ja, wo war hier denn noch eine? Hier war doch noch eine. Achso, war der hier? Nein. Nee. Da. Nimm doch das Ding jetzt. Nö. Was übersehen? Ah, ja, ich habe was übersehen. Zwei Sachen sogar. So, Security, ja, das ist ja. Infoholz, auch nichts. Okay, Babyshower. Auch nichts. Kannst du wieder zumachen, was auch hier. Auch wieder meine magischen Kräfte. Machen wir gleich wieder zu. Da ist nichts. Also ich würde mal sagen, hier ist soweit auch nichts, weil. Wie ist denn seine Visitenkarte? Die vielleicht hier? Ja, ich würde mal sagen, die kriegen wir noch und so. Oder die ist natürlich hier irgendwo dann. You're my heart and soul. Love Sarah. Achso, ja, ich hätte die auch sonst schon so gedreht. Sieht aber ziemlich zerkratzt aus. Wir Klebstoff schnüffeln. Ja. Ungeöffnete Briefe, also der hat echt Sarah Punkt. Das sind Forts. Oh, warte. Ach nee, das war noch die Gummi. Liebe Sarah, vielen Dank, dass Sie uns bezüglich der Präsentation Ihrer Kunstwerke in der Tor Brains Gallery für die kommende Sommerausstellung geschrieben haben. Ihr beiliegendes Muster hat vielen von uns sehr gefallen. Sie sind wirklich eine talentierte Künstlerin. Leider sind alle Plätze für die Ausstellung bereits belegt. Wir möchten Sie doch bitten, für die nächste Frühjahrsausstellung zu bewerben. Bewerbungen können Sie ab den 1. Februar eingereicht werden. Wir erkennen Ihre Begabung, doch wir erhalten für jede Ausstellung zahlreiche Bewerbungen und können keinen Platz garantieren. Daher bitten wir Sie, sich erneut zu bewerben. Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Weg präsentiert haben. Wir hoffen, dass Sie die Ausstellung besuchen werden und die Gelegenheit nutzen, andere einheimische Künstler zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Patricia Kessmann, Inhaber und Kuratorin. Rechtsanwalt, 5. April 1981. Sehr geehrter Miss Bolt. Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen zu können, dass der Bewerbungsprozess erfolgreich abgeschlossen wurde und der letzte Wille von Rose Ann Hartage nun ausgewählt werden kann. Dem Testament entsprechend überzeugte ich von das von Rose Ann Hartage hinterlassene Erbe in Form eines Schecks in Höhe von $50.084. Ja, so wie die Testamenturkunde an 17 Aspen Workcode 3 Plaschen Falls. Bei Fragen zur Erbschaft können Sie sich gerne an mich wenden. Danke für Ihre Geduld während dieses Prozesses. Mit freundlichen Grüßen, Morten Andreas Ricken. Senior Partner anbei. Ein Check, eine Testamenturkunde, ein Liste des Haushaltsinvestors. Ja, gut. Da ist nichts zu machen. Danke. Hier ist ein Kinder in Horrorfilmen, Horrorspielen sind gruselig. Can you believe it, Gary? It's not just the two of us anymore. Our family's growing. That 12-hour labor totally worth it. Little Maggie. Love at first sight does exist, and this is the second time I've experienced it. I'm so happy, honey. Die ist ganz schön ruhig, also was alles betrifft. Hier denn? Ich glaube. Ich kann ihn leider auch nur links und rechts drehen, da nicht. Ne? Ich komme in mein eigenes Bad nicht rein, oder was? Oh. Okay. Das ist immer, denke ich, die Garage. Da gehe ich sowas von noch nicht rein.
Aber jetzt müssen wir hier rein. Okay, ist sonst nicht viel. Ein paar Bücher, ein paar schräge Masken. Ist das Maggie? Nee, das sind dann schon wir. Okay. Das hat doch hier gerade geleuchtet. Dann nimm noch den Stock. Na gut. So. Do you, Sarah Angel Erich, take Gary Ryan Powell to be your lawfully wedded husband? To have and to hold from this day forward. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Until death do you part. I do. Schön. Tolle Stimme hat er, der Typ. Finde ich gut. Und jetzt müssen wir hoch, weil es bleibt ja uns nichts anderes übrig. Ah, ich sehe schon gerade. Von hier. Kam das jetzt gerade von da? Ah, von hier. Alles klar. Okay. Die Visitenkarte haben wir noch nicht gefunden. Das ist ein großes Haus für drei Leute. Willst du mich verkackeiern? Boah, ist das eklig. Boah, ist das eklig, ey. Ist das eklig. Natürlich komme ich da nicht hin. Jede Menge um. Leider. Nix. Nöp. Und nöp. Ich denke mal, hier können wir die Videokassetten reintun, aber später würde ich sagen, wa? Da, die Visitenkarte, oder? Mike. Jetzt müssen wir das gucken. Nö. Was ist das? Das geht noch? Nö. Okay. Mike 0516 müssen wir natürlich merken. Ich glaube, jemand hat mir gerade geschrieben, aber es ist erstmal unwichtig. Gut, da liegt noch was. Ganz ernsthaft, ne? Ich komme da nicht ran. Steht das einer? Wie eklig ist das denn bitte? Wer, also. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht die reinste Person, aber das? Okay, Wasser funktioniert aber, ist schön. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal weiter zurück. Das Grün ist echt eklig, ey. Ich weiß gar nicht, warum ich Licht anmache, wenn ich überhaupt sowieso eine Taschenlampe habe, aber. Nice, Con. Aber ich mache natürlich erstmal überall Licht an, weil. Ist ja unser Zuhause. Und als ordentlicher Vater, der sich um die Familie sorgt, muss ich natürlich erstmal alles durchsuchen. Also wirklich alles von mir, von der Frau, vom Kind, von allen. Okay, das sind anscheinend nur Samples. Immer wieder eingespielt werden. Erfüllen aber ihren Zweck noch. Das wird aber mit der Zeit dann auch ein bisschen weniger, wo man sich dann erschreckt. Ich gehe erstmal trotzdem dahin. Ich hoffe, das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, was war das? 0516. 6.
Sehr gut. Weißt du was? Nimm mich doch erstmal hier. Matt? Die Maggie hat Geschmack. Bitte boxen. Let me in. Wer auch immer das ist. Und dann Butterfly mit einem T. Ja. Kurt Sattler. Vampire Eye. Gott, ich könnte kurz. So hier. Kurt Sattler. White Noise. Alter. Ja, war nicht gruselig. Oh, nett. Wirklich, wirklich. Oh, ein Nintendo! Heißt das Ding hier? Entertainment System. Ja, ich will es anmachen. Ich will spielen. Lass mich Nintendo spielen, Alter. Kann ich das nicht? Ich kann das leider nicht nehmen oder so. Das ist ein bisschen schade. Alter. Hey. Macht das gleich viel mehr Spaß hier. Mark, Mark. Ich hab nur denken müssen. Okay, das ist. Ja, reiter wieder. Okay. Gut, dann machen wir jetzt mal hier das. Dann kommt das Ding zu hier. Sonst. Taschenwärme machen wir auch mal aus hier. Wir sind begabt, wie man sieht. Ach, Maggie hat gemalt. Ach so. So funktioniert ein Computer. Interessant. Vielleicht erstmal hier ran. Schade. Was muss ich so machen? Achso, nehmen. Sind abgeschlossen. Finde die Flugtickets. Ja. Mal rein hier. Dr. Cow. Ein 56K Modem. Dass man das noch erlebt. Wahnsinn. Zu regnen. Es wird lauter. Okay. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Der Spaß kann beginnen.